Das ist ja nett von euch. Die Sichel. Nicht umzingeln lassen. Spring doch da hoch jetzt. Ja, komm. Hallo? Oh wow. Hilf mir, Großer. Da vorne. Schnapp sie. Die halten erstaunlich viel aus. Kann sein, dass ich nicht im... Guck doch, Fuchs es an. Hm. Das spielt sich so komisch. Hm, das war wild. Ganz unnötigen Schaden bekommen. Katzensack. Okay. Ja, lass mal nicht zum Katzensack gehen. Der Katzensack. So, ich möchte da lang, glaube ich, oder? Ja, maybe. Komm. Hallo. Warum funktioniert das Ding gerade nicht? Dass wenn ich die Taste, selbst wenn ich sie gedrückt halt. Wie viele das sind, ja. Das ist aber nicht der Boss, den ich gerade suche, ne? Oh wow. Was war das für ein Move? Kann ich den bitte öfter haben? Noch einer in der Luft. Gott, wie viel sind das denn? Jetzt aber genug hier. Ja? Wild. Das ist doch auch so eine Area, wo später ein gewisser Boss rauskommt. Nehme ich mal sehr stark an. Oh, nee, es geht hier weit. Oh, Tatsache, es geht hier weiter. Und die Felder von Quava. Da ist die verlassene Hütte, dann ist da der Boss. Oh, guck mal, da sind gesperrte. Aha. Verlassene Hütte, da oben, oder? Ja, komm, gehen wir hin. Ist ja nur ein C-Rang. Wobei, ein C-Rang, der sehr spät im Spiel kam. Ist der dann so leicht wie die Early C-Ranks, oder? Das ist jetzt eine wichtige Frage eigentlich. War keine... Fähigkeiten mit hohem Cooldown verbrauchen, sprich den großen AOE. Auch den anderen würde ich jetzt direkt schon mal ready halten. Gut. Das zu. Ich muss ja auch woanders lang. Das da ist die verlassene Hütte. Ich bin ja hier ganz falsch. Und ich möchte eigentlich den hier lernen, ne? Genau. Ach, verdammt. Und dich dahin packen. So. Das können wir mal gucken. So. Na? Komm. Na komm. Gut.
Ja. Aha! Wenn hier schon mal offen ist, dann muss ja auch was da drin sein. Das war ja obvious. Viel zu eindeutig. So. Da ist der Mückenschwarm. Und ihr seid jetzt der gefährliche Boss. Seelenstachel. Ist jetzt ziemlich wütend. Ja. No. Wenn du schon am Boden bist, dann möchte ich das natürlich nutzen. Apipunktur? Wow. Oh, komm, wirklich. Das hat viel Schaden gemacht, das eine Vieh. Die Fliegeviecher sind nervig. Wir sind schon mal an einer Horde davon gestorben. Weil... Okay. Naja, eine wirkliche Gefahr waren die jetzt nicht, aber... Können dich halt von überall angreifen. Das ist halt sau nervig. Was ist denn Blut? Was? Blutige Haut, also. Ah ja. Endlich Ruhe. Wieder ein Supertank verballert. Ich bin auch gerade gefährlich low gegangen, muss man dazu sagen. So. Sollen wir mal nach Ult-Bika kurz gehen und gucken, ob da vielleicht ein Teleportkristall ist. Für später. Ist das die richtige Richtung? Ja. Senden wir jetzt einfach straight durch, nehmen den Loot mit und ignorieren einfach alles. Der Dicke da drüben, mit dem würde ich mich eigentlich beinahe noch gern anlegen. Aber nur beinahe. Na, guck mal, halt dran. Naja. Hm, hm, hm. Wir sind gar nicht da, Großhorn. Nein, nein. Nein, nein. Lauf doch schneller! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ah, oh, ich bin... Hä? Sind vorbeigelaufen? Ach, da! Oh, das ist aber keine große Siedlung. Oh. Wegelagerer. Ja. Ach komm. Wir wollen ja eigentlich nicht kämpfen. Sondern einen Teleportkristall suchen. Hm. Also den neuen. Hm. Kiste. Natürlich. Wirklich. Was ist da? Da kommen wir nicht hin. Oder? Ich gucke gerade drauf. Hm.
Ah, hier. Da ist dann der nächste Teleportist. Was ist das? Schatten. Ja, wenn man da mal in Fight getriggert wird, ist man super langsam. Lass mal lieber einen großen Bogen um die Viecher laufen. Zelda würde an der Stelle jetzt aufstehen und wäre ein Ivarok. Chocobos hatten aber auch nur 5 FPS. Ja. Gielkäfer. Ich hab vergessen, was die können. Komisch, dass hier kein Boss gerade rausspringt. Würde irgendwie passen. Alles ist verbarrikadiert. Ist ja gar nichts. Mit 2 Eingänge? Wir haben Doggo heute noch gar nicht gestreichelt. Auffüttern! Ja, fein. Das magst du was? Ja. Wenn ich die Luft über deinem Kopf streichel, das gefällt dir. Warte mal. Ah ja, hier. 2. Eingang, Tatsache. Ja gut, wir haben es immerhin aufgedeckt. Wir dürfen aber den ganzen Weg eh nochmal laufen. Weil die Story dann triggert. Und da oder da oder dahin. Also hier und dann spaltet sich da runter. Moment, warum waren wir denn da noch nicht? Oder war auch gesperrt, ich erinnere mich. Da ging es nicht weiter, aber... Oh, ich weiß, ich bin gerade schlimm mit... vorzeitig entdecken. Die Story bringt uns sowieso überall hin. 100 Pro deswegen. Wie lang, ne? Jo. Aber ich möchte das halt gerade erkunden. Oder sollen wir uns den nächsten... die nächste Kopfgeldjagd schnell raussuchen. Sind wir hier richtig? Ziemlich. Einfach straight durch. Könnten das theoretisch den Doggo sogar zu uncharge und dann noch weiterlaufen. Oder wir laufen einfach wirklich straight durch. Naja, leider. Nö. Aber wir sind langsamer jetzt, wo der Kampf getriggert ist. Das ist frech. Wisst ihr eigentlich, was so eine Wüstenrose ist? Das ist ein Stein, der entsteht, wenn ein Blitz in den Sand einschlägt. Ich hab sogar irgendwo eine. Früher standen an diesem Pfad Lord Kupkas Männer Tag und Nacht Wache. Jetzt sind sie weg. Zurück zum Kristall. Und uns wehrlose Bürger haben sie einfach zurückgelassen, obwohl hier irgendwas Schreckliches lauern soll. Ich geh mal gucken. Ja, wann triggert die Area? Das Drakos-Becken. Oh, das erinnert mich sehr an alte Final Fantasies jetzt. Oh, aber wirklich sehr. Ja, wir können ja mal gucken. Vor allem, wie stark die Gegner hier so sind. Naja, 130. Das ist jetzt auch nicht so viel. Komische Skorpione finde ich cool. Spinnen mag ich überhaupt nicht, obwohl sie sich sehr ähnlich sind. Ich weiß nicht.
Deswegen rede ich mir auch bis heute an, dass Quillac aus Dark Souls ein Skorpion ist. Sie ist angeblich eigentlich eher eine Spinne, ne? Aber für mich ist sie ein Skorpion. Sie ist zu gepanzert für eine normale Spinne. Oh. Gegner oder Loot? Ja, Gegner. Skorpione sind ja auch Insektoide. Bin Arachnoide. Genau. Nein, du hilfst ihm nicht, sich zu verteidigen. So, hopp. Das hat ihn jetzt nicht interessiert, bloß, ne? Au! Hilf mir, Großer! Jetzt auf. Hallo, ich versuche das weg zu dodgen. Och mein Gott. Du bist im Menü und kriegst sofort den gleichen Schaden nochmal. Das ist doch scheiße. Schlechter Kampf. Richtig schlecht gekämpft. So. Keine Ahnung, wo ich herkomme. Ja, dann geht's weiter, ne? Ich muss entscheiden, links oder rechts. Na toll. Und zurückverwandelt. Am Ende liegt der Loot. Nee. Das wirklich nicht. Die Fähigkeit müssen wir aber auch noch upgraden. Benutzen wir auch sau oft. Wo denn? Ach, da. Sagt ins Level up. Oh, bald. Oh mein. Lass mal die nochmal heilen. Oh. Er sieht aus wie ein Magic Dude. Na warte, ich hab deinen Freund gleich tot, da muss gut sein. Alles gut. Oh, jetzt hat er noch zwei? Oh. Jetzt hat er halt noch zwei, so. So, alles gut, jetzt bist du dran. Was habt ihr für... Ist das nicht dieselbe Waffe, die der Typ vorhin geschmiedet hat? Ah ja.
Ach ja. In die Ecke für den Loot. Da kommt bestimmt auch nochmal was rausgesprungen. Nein. Single. Woohoo! Hat jemand sich im Schatten ausgeruht? Ach ja. Oh. Bist du so ein Mob, den ich such? Nee. Hallo? No. Sehr so viel. In Anführungszeichen schon tot. Deswegen sollen wir die Fähigkeiten spammen. Verstehe, Moment. Da unten ist doch ein Dorf. Naja, eine Ruine wohl eher. Ah ja. Das Dorf. Wo geht's hier lang? Fast noch nicht lang verlassen. Aber jetzt sind alle weg. Das war wahrscheinlich ein Story-Trigger. Das heißt, geh dahin. Such irgendjemanden oder was? Guck mal, Level 34. Wir sollten hier eigentlich, glaube ich, noch nicht sein. Wir sind halt hochgelevelt. Nicht 30. Okay. Ich will eigentlich einen Portpunkt freischalten. Was ist da im Wasser gewesen? Ich habe irgendwas Grünliches im Wasser gesehen. Ja, wir müssen bald zurückporten. Das bringt ja so nichts, was wir hier machen. Aber das ist lustig. Aber der Awe-Effekt später ist dann weg. Oh, guck mal, jetzt komplett neues Biom. Nenn ich's mal. Das ist doch ein Gegner da vorne. Surprise. Oh, nur 30, das geht ja sogar. Der bösen Giftspröde. So, was war das gerade? Du wolltest mich mit Gift anpupsten, während ich deinem Freund mein Schwert gezeigt habe. Und nice Level up. Gut. Jetzt ist mit dem HP auch direkt wieder erledigt. Single. Oh mein Gott, diese Bait-Items, ey. Wir gehen da mal langsam hin. Wenn da keine Boss-Area ist. Vielleicht ist er ja schon auf dem Board drauf. Weiß es ja nicht. Die Fliegen waren ja jetzt auch auf dem Board drauf, obwohl wir da noch lange nicht sind.
Surprise! Piu, 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 piu. Ja, da läuft schon mal was. Ach, es wird schon nicht so schlimm sein, oder? Normaler Gegner, oder? Ja. Hallo, benutzt das doch jetzt. Fähigkeiten spammen ist... Nee, doch, doch. Dafür sind sie da, glaube ich. Das macht die Kämpfe deutlich leichter. Auch wenn ich mehr gucken muss, was gerade verfügbar ist. Wodurch ich dadurch ein paar unnütze Hits reinkriege. Aber auch wenn ich mein Limit Break... Weiß das Ding so heißt? Den Devil Trigger, die Leiste da oben. Noch mit dazu immer reinwerf. Kommt da schon gut Schaden bei Sim. So, aber da sind noch andere Ebenen, die wir jetzt nicht gesehen haben. Das ist ja gemein. Da ist auch noch was. Geht's hier weiter? Nee. Aber da oben in dem Eck war ich doch. Ist die Kante so unscharf? Und da auch noch. Das wird wahrscheinlich verbunden sein. Ah, Mist, das hätten wir entlang gehen können. Hier geht's dann da so rüber. Und da. Ja, ja, das wird schon alles irgendwie verbunden sein. Okay. War nett. Aber keine neuen Portpunkte. Das finde ich frech.